Servus und hallo bei Nord, another Dope Show. Habt ihr euch schon mal gefragt, so gerade ältere Cannabiskonsumenten, wenn ein Joint in der Runde rumgeht, so ziehen oder so? Also Joint da so rein und dann so oder so? Das ist Safer Use. Das macht man aus dem Grund, wenn man so zieht, was ja viele machen, wird das Ding erstmal eingesaut. Kennt ihr bestimmt, die Leute, die immer die Joints anlutschen. Ja, und damit kannst du dich ganz schnell mit irgendwas anstecken. Vor allem in einer größeren Runde, wenn man die Leute auch nicht alle kennt. Deswegen macht man das eben so zwischen die Finger, schließt es gescheit zu, dass zu ist, kann da hinten auch noch ein Löchlein lassen, dann kann man, hat man ein Schussloch oder eben mit zwei hinten. Das Rauch sammelt sich dann hier in den Handflächen und man hat ein bisschen größeres Volumen, das man dann einatmen kann. Aber der Sinn und Zweck ist, dass halt der Filter nicht angelutscht wird und dass man sich nicht irgendwie mit irgendwas anstecken kann. Dass man so große Joints baut, mit so Long Papers, und früher hat man es ja mit drei normalen Papieren, die man zusammengeklebt, wisst ihr bestimmt alles, brauche ich nicht nochmal erklären. Das ist einfach auch nur der Grund, weil das eigentlich eine gesellige Droge ist und das halt in der Runde rumgeht. Seit ich medizinisch konsumiere, habe ich mir halt das total abgewöhnt, erstens mal fremde Joints anzunehmen. Zum Glück bauen die meisten mit Tabak. Ist das schon ein Ausschlussgrund? Wenn einer mir einen anbietet, dann frage ich, ist da Tabak drin? Die meisten sagen ja. Dann sage ich, nee, danke. Und wenn dann sagt nein, nicht, dann muss ich mir was anderes einfallen lassen. Entweder dann bin ich so und rieche erstmal dran und wenn es um frag halt, was es ist und vielleicht ein kleiner Zug, aber meistens mag ich es nicht wirklich und bleibe bei meinem. Einfach nur aus dem Grund, da weiß ich, was drin ist. Ne? Auf der Straße wird das Zeug halt leider gestreckt. Das wenigste oder das schnellste, was machen, ist ein Haarspray drüber sprühen. Oder was auch richtig ekelhaft ist, mit Glas, Splitterchen klein zu malen, damit es glitzert schön. Und dann, weiß ich nicht, Bricks Spray oder irgendein anderes Spray, was man drauf machen kann, damit es halt schön glitzert und schwerer wird und nach Möglichkeit noch gut riecht. Ne? Das Abbrennverhalten ist eine Katastrophe, aber das ist ja jemanden, der es auf der Straße verkauft und schnell einen Markt machen möchte, ist ja das egal. Ne? Das ist auch den Leuten egal, wenn sie dir Schore verkaufen. Da kann ich eine Geschichte erzählen aus Amsterdam. Ich war nur einmal in meinem Leben in Amsterdam. Da sind wir in einer Gruppe hingefahren und hatten eigentlich auch vor, mit mehreren Leuten ein bisschen einen schönen Abend zu haben und vielleicht auch ein bisschen was mehr einzukaufen dann. Und ich habe auch schon mal die Geschichte erzählt über Rotterdam dann. Aber das lasse ich jetzt mal weg. Jetzt geht es nur um dieses eine Ding. Und wir gingen da halt diese vom Hauptbahnhof, ja, von dem Amsterdamer Zentralstation, geradeaus zu, über so eine kleine Brücke rüber und dann so, ja, Richtung Coffeeshops halt eben. Und da kamen uns halt ganz viele Leute entgegen. Hey, und jeder, ungelogen jeder, hat uns gefragt, ob wir LSD, Hasch, Trips, Kokain, LSD, Hasch, Trips, Kokain, MDMA, Ecstasy, ganz schnell alle möglichen Sachen aufgezählt. Ja. Wenn du da was kaufst, bist du beschissen. Keiner von denen hat wirklich das, was er anbietet. Der Robert war dabei, der wollte unbedingt Schore haben. Er hat gesagt, okay, dann kaufen wir halt ein bisschen was. Und da haben wir auch einen Erstbesten, der uns angeboten hat, haben wir gefragt, ja komm, für einen, weiß ich nicht mehr, 25 Gulden oder 50 Gulden, irgend so ein Kleinbetrag, weil wir uns gedacht haben, weil er da Waffe rauszieht, wir sind da zu fünft, da wird er sich schon nicht trauen. Ja, dann gibt er halt schnell, schnell Polizei, Vorsicht, Vorsicht, Polizei, Panik machen, merkst gleich, okay, der verarscht dich jetzt, wenn er so eine Panik macht, weil so wie der da rumgelaufen ist, hat der keine Angst vor der Polizei. So wie der ausschaut, Na gut. Ich das Ding genommen, hab's dem Robert gezeigt, sage, Robert, schaust du an, ob das was ist? Und ja, wird schon was sein. Sehe, Alter, du bist der Einzige von uns allen hier, der drauf ist. Und du wirst doch wissen, wie das Zeug ausschauen muss. Ja, und dann sagt er, ja, mach mal. Dann habe ich den Deal halt gemacht. Dann sind wir zurück zum Auto. Und da haben wir auf der Folie das gepackt. Und ich mache einmal so mit dem Feuerzeug drunter heiß. Und dann hat es schon so komisch reagiert.
sah es halt gar nicht aus, wie es eigentlich aussehen soll. Und er sagt, ich rauche das Zeug nicht. Und es stinkt auch wie pervers. Und habe es halt ihm gegeben. Und der schaut es auch bloß an, riecht da mal dran und sagt, nee, ich glaube auch nicht. Und dann zieht er halt den Streifen so ab von dem, was da so flüssig geworden ist. Ist wie Plastik. Und dann hat er es so abgezogen von der Folie. Keine Ahnung, was uns der da verkauft hat. Aber ich frage mich auch, was dann da für einer ist, der seine eigene Drogen nicht einmal erkannt hat. Also so habe ich damals gedacht. Ja. Heute denke ich da anders drüber. Heute denke ich halt, schön blöd, wenn man in Amsterdam auf der Straße so einen Scheiß kauft. Ja, dann sind wir halt da hier nach Rotterdam gefahren und haben halt da was Anständiges gekriegt. Aber trotzdem ist es halt auch so, die haben keine Skrupel, die Menschen. Die verkaufen dir Sachen, wenn du dir das spritzt, stirbst du dran. Du wirst draufgehen. Und nicht, weil es eine Überdosis ist, sondern weil du irgendein, weiß ich nicht was, spritzt, was die Adern verstopft oder sonst irgendwas, und dann gehst du daran elendig zugrunde. Auf jeden Fall ist es nicht gesund. Also, es ist ja eh nicht gesund. Drogen nehmen ist nicht gesund. Aber wenn man reines Heroin hätte, da würde man sich nicht anders schädigen, außer mit dem, was man da halt macht. Das ist schlimm genug, dass man so dann vor dahin sieht, wenn man gutes Zeug hat, dann da sieht man ja nur noch. Ja, dann das Leben rauscht an einem nur noch vorbei, man wird älter, man schaut in den Spiegel und sagt, Alter, wie schaue ich denn aus? Meistens sieht man es gar nicht im Spiegel, sondern erst, wenn du dich auf dem Foto wieder siehst. Dann siehst du mal ein Foto und denkst, oh meine Fresse, wie schaue ich denn aus? Ich bin ja komplett alt oder ich bin ja komplett siffig oder weiß ich nicht was. Das fällt einem halt gar nicht mehr auf, wenn man halt nur jenseits von Gut und Böse ist. Opiate, ich rede ja jetzt zum Heroin oder wenn man Opium raucht, es ist ähnlich, wenn man genug davon erwischt, da liegst du nur noch und träumst. Schönes Gefühl, klar, aber nur am Anfang. Das ist es nicht wert. Der Entzug ist dann die Wirkung, das Ganze nicht wert. Und das Ganze drumherum auch nicht. Den Stress, was Polizei noch dazu macht, also das, was die Regierung noch und die dich zwingen wollen, das nicht zu tun. Weil mehr ist ja das nicht. Es ist ja Zwang dahinter. Du besitzt es verboten. Also möchte man dich zwingen, dass du es nicht nimmst. Natürlich sind das alles Menschen, die aus irgendwelchen Gründen da reingerutscht sind. Niemals ist es das so, dass jemand schon als Süchtiger geboren wird. Es sind immer die Umstände und das eigene Wesen, wie es sich entwickelt. Am Anfang hast du ja noch die Kontrolle. Sobald die Droge die Kontrolle übernimmt, bist du nicht mehr du selbst. Man verändert sein Wesen, man verändert seine Denke, man verändert seine Psyche komplett. Nur noch das ist einem wichtig, nichts anderes mehr. Man vernachlässigt seine sozialen Kontakte. Wenn man Partnerin hat und die konsumiert nicht, dann wird man das auch vernachlässigen. Konsumiert die schon, dann wird man halt dann irgendwann einmal der Meinung sein, du musst das selber zahlen, weil ich ziehe dich doch nicht durch. Weißt du, am Anfang denkt man das nicht. Da ist es selbstverständlich, dass man das übernimmt. Ja. Man sieht auch plötzlich einen ganz normalen Nachbarn, jemanden, der einen potenziell bei der Polizei verraten könnte. Oder weiß ich nicht. Wenn der Polizei vorbeifährt, dann hat man halt plötzlich das Gefühl, dass die wegen einem da vorbeifahren, weil sie halt nur drauf warten. Das sind alles so eine Gedanken und so eine Sachen, die kommen wirklich davon, dass die Droge dann Kontrolle langsam übernimmt. Und wenn es das mal richtig komplett übernommen hat, dann bist du verrotzt. Da kommst du alleine nicht mehr raus. Klar kommen die Gedanken. Immer dann, wenn es einmal so richtig scheiße geht, wenn man auf dem Zug gerade ist, wenn man kein Geld hat oder das Zeug scheiße war oder sowas. Oder weiß ich nicht, aus irgendeinem Grund weg ist, was Polizei einen weggenommen hat oder sonstigen anderen mistigen Dingen, warum oder wieso man gerade mal nichts genommen hat. Und dann kommt man schon mal auf den Trichter, eigentlich ist das total scheiße, was man macht, sein Körper total kaputt, man nimmt ab wie Sau, Männer haben plötzlich keinen Bock mehr auf Sex, Frauen haben plötzlich sehr viel mehr Bock auf Sex. Und dann sonst so, ja, man verändert sich. Das ist einfach nicht wert. Die paar Mal schönes, gutes Gefühl. Ich kann es euch echt nicht empfehlen, ich kann euch nur abraten davon. Ich weiß, es gibt ein paar, die der Meinung sind, sie können damit umgehen. Die müssen sich halt auch mal hinterfragen. Ist es wirklich, bin das wirklich ich?
der damit umgehen kann? Oder muss ich mich dauernd zurückhalten und zwingen und machen und tun, damit ich bloß nicht abrutsche und doch mal zu viel nehme? Hab vielleicht nicht doch das Zeug Kontrolle über mich? Überlege nicht jedes Mal dann, wenn ich in Urlaub fahre oder irgendwo hin muss, ob ich das mitnehmen kann? Selbstverständlich. Der schmale Grat zwischen einer Krücke und einer Abhängigkeit, das ist so wahnsinnig. Und man kann es ganz schnell überschreiten, denn das kriegst du kaum mit selber. Du merkst es erst dann, wenn deine Substanz weg ist. Erst dann. Und dann ist es spät. Besser ist gleich von vornherein nicht damit anzufangen, wenn man in einer Lebenssituation ist, die nicht einfach ist. Bei mir war es damals, ja, ich kannte mit nichts aus, bin arbeitslos geworden und dann sofort in so eine Spirale reingerutscht mit 18, 19. Da bin ich echt nicht mehr rausgekommen. Da waren Drogen waren die einzigen für mich greifbaren Rettungsanker, damit ich überhaupt weitermache und mich nicht wegmache. Aber da war ich halt dumm, weißt du, und naiv. Ich war viel zu früh, es war alles viel zu früh. Aber das heißt nicht, dass andere mit ihrer Substanz nicht umgehen können, eine Zeit lang. Bis halt dann die Substanz dann übernimmt. Weißt, das kann ein Jahr dauern. Das kann 10 Jahre dauern, vielleicht sogar. Was unwahrscheinlich ist, dass einer 10 Jahre lang mit irgendwas umgehen kann, einfach so. Wenn er nicht von außen das kriegt, zum Beispiel, wenn du auf Methadon bist, dann kannst du lange damit umgehen, weil du kriegst es halt nicht mehr. Es sei denn, du holst da was auf dem Schwarzmarkt. Ich kenne ein paar so Kandidaten, die sind substituiert. Holen sie da was auf dem Schwarzmarkt, manchmal. Oder weil Schwere knallt dann immer. Also holen sie sich halt Methadon, damit sie mal ein bisschen mehr drin haben können. Wird bei der Kontrolle nicht auffallen. Ist das das, was man will? Ich finde das nicht in Ordnung, dass man Menschen eine Substanz gibt, die dann nicht berauscht, aber wenigstens ihren Affen nimmt und sie dann abhängig macht, weil der Entzug von dem Zeug noch schlimmer ist. Noch länger und noch viel intensiver. Und man ist abhängig von einem Weißkittel statt von einem Dealer. Und man zahlt es nicht selber. Und deswegen muss man ist man raus und ist aus dem ganzen Kreislauf und stabiler, wird man stabiler, weil man es halt nicht mehr kaufen muss. Das ist das Einzige. Was ist das, man sagt? Pisack. Ja.